Jetzt kommen wir zu den Analysen der beiden Trainer und ich darf zunächst den Gästecoach Herrn Florian Funk um seine Worte zur heutigen Begegnung bitten. Also guten Abend. Erstmal möchte ich den Freiburgern gratulieren, haben verdient gewonnen und klare bessere Mannschaft. Zum Spiel war vielleicht das größte Handicap für uns, dass wir im ersten Drittel 2 Tore gemacht haben, obwohl wir eigentlich schlechter waren und nicht so gespielt haben, wie wir wollten. Und dann haben wir wahrscheinlich gedacht, es geht so weiter, wenn man nicht gut spielt, dass man gegen so eine Mannschaft gewinnen kann. Und man hat da ganz deutlich gesehen, dass es nicht funktioniert so. Es würde viel zu sagen geben, aber das sage ich lieber die anderen dann noch. Also irgendwie ging es zurück immer bergauf halt. Und gut, die waren dann besser, die haben mehr Herz gehabt, mehr Einsatz gebracht, waren schneller, waren stärker, haben die Zweikämpfe gewonnen. Eigentlich alles, was es halt so gibt, haben die besser gemacht wie wir. Außer, dass die im ersten Drittel 2 Tore gekriegt haben, das haben sie irgendwie, weiß ich auch nicht, verschlafen oder was. Weil die waren eigentlich im ersten Drittel auch stärker wie wir. Aber ich sag, bis Sonntag ist jetzt Zeit, dass die Uhr wieder geht und dann sind wir wieder da. Schauen wir, wie es am Freitag ausgeht. Aber auf jeden Fall, so auftreten dürfen wir Freitag nicht, weil sonst kriegen wir zu Hause auch gar nichts. Ja, auch von mir herzlichen guten Abend. So verrückt kann manchmal Eishockey sein, da bist du die bessere Mannschaft, dann liegst 0-2 hinten. Aber danach hat die Mannschaft, glaube ich, ihr wahres Gesicht gezeigt. Wir sind in dieser Playoff-Serie angekommen, es steht nicht 1-3, sondern 2-2. Wir sind voll wieder da und wir freuen uns auf das Spiel am Freitag. Danke. Gibt es seitens der Medienvertreter Fragen, Markus? Also erstens hat die Fiona 3 Drittel gehalten, weil der von Anfang an nicht da war. Und wir haben da absolut kein Torwartproblem, weil bei den Toren war Fiona die Letzte, die was dafür konnte. Sorry, ich wollte das Mikrofon nicht vorenthalten, aber ich dachte, das versteht man schon. Gibt es weitere Fragen seitens der Medienvertreter? Herr Kessle. Jörg, hast du schon die erste Diagnose für Michi Frank? Nö, schauen wir mal, aber der wird schon auflaufen. Aber der wäre so ein Nacken oder Hals, oder? Ja, gut. Ich habe auch Lungenentzündung gehabt. Nö, das hast du auch nicht gespielt. Hätte der Dirk spielen können, hätten wir 12-3 gewonnen, Herr Kessle. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht so ist, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche ganz besonders unseren Gästen aus Bad Tölz eine gute und unfallfreie Heimfahrt.